Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der guten Reise und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Henschel on Tour. Und was hat der Erfinder des Computers mit mir gemeinsam? Das ist jetzt die Preisfrage. Der Erfinder des Computers, viele werden es wissen, es handelt sich um Konrad Zuse. Und Konrad Zuse hat in Hünfeld gelebt bis zu seinem Tode. Und das ist der Unterschied zwischen ihm und mir, denn ich bin nur zu Gast in Hünfeld. Ich befinde mich hier im Konrad Zuse Hotel. Hier wird vieles nach dem Erfinder des Computers benannt in diesem Ort. Es gibt ein Konrad Zuse Museum, ein Konrad Zuse Platz und halt auch hier dieses Hotel mit angrenzendem Schwimmbad und Saunabereich. Sehr groß konnte ich leider nicht testen, weil ich jetzt auch am Morgen hier dieses Video drehe, nachdem ich dann schon eine Nacht hier verbracht habe. Insofern bin ich nicht in den Genuss gekommen, den Schwimm- und Saunabereich ausgiebig zu testen. Aber was ich getestet habe oder was wir jetzt zusammen machen werden, besser gesagt, das ist hier dieser Zimmertest. Und den schauen wir uns jetzt mal hier gemeinsam an. Also viel Spaß. Ist das doch schon. Wir starten immer mit dem Blick auf den Fluchtplan. So, ein sehr geradliniger Bau, 2005 erbaut. Das ist mein Zimmer, ein Standardzimmer. Ein herrlicher Ausblick, das sei schon mal vorweggenommen. Hier haben wir die Klimaanlage, die ist natürlich im Sommer ganz wichtig. So, ich drehe mich einmal, man kommt hier in dieses Zimmer herein und dann seht ihr auch schon in der Front diese bodennahen Fenster, die einen herrlichen Ausblick über das hessische Umland ermöglichen. So, wir starten aber jetzt hier mal mit dem Blick auf die linke Seite. Wie gesagt, Baujahr 2005, alles hier in diesem schönen Nussbaumbraun gehalten. Also sehr wohnlich und sehr gemütlich gemacht. Hier ist gleich zu Beginn dann neben der Kofferablage eine schöne Tasche bereitet mit zwei Morgenmänteln und den Hausschlappen für den Sauna- und Schwimmbereich. Das ist sehr nett gemacht. Dann das obligatorische Wasser. Es handelt sich hier übrigens um ein Best Western Plus Hotel. Plus ist dann immer noch eine Kategorie höher. Erfrischung gefällig, Sie sind herzlich eingeladen. Es ist immer gut, dass das kostenfrei ist. Dann hier auch so Kleinigkeiten, die gefallen, wie dieser Wecker, dieser Morgenwecker. Dann haben wir hier ein paar Knabbereien. Was haben wir hier? Geistesblitzer, das habe ich auch noch nicht gesehen. Das sind ein paar Nüsse, Gummibärchen und auch noch mal ein paar andere Nüsse. So, da haben wir dann den Wasserkocher. Zahlreiche Gläser sind vorhanden und hier auch die Möglichkeit, sich Tee bzw. Kaffee zuzubereiten. So, da haben wir in der Minibar, das kenne ich auch nicht hier, dieses Bier. Kulmbacher, edel, okay, edelherb. Naja, gut, das wird wahrscheinlich eine Spezialität hier aus der Ecke sein. Und einen Schnaps haben wir hier. Das sieht doch so aus, als wenn das hier einer von diesen Wildecker Herzburben ist. Das ist ja toll, haben die hier einen eigenen Schnaps? Das ist nämlich auch nicht weit, ich glaube, die kommen hier aus dieser Ecke. So, Minibar gut gefüllt. Vielleicht nochmal einen Blick hier auf die Preisliste. Ja, das sind Bier bzw. Cola 2,70, 2,30. Das sind alles Preise, die noch im Rahmen sind. Die Tür wird wieder geschlossen und wir widmen uns jetzt hier diesem Wohn-Schlafbereich weiter. Und zwar haben wir hier den Schreibtisch mit dieser schicken Lampe darüber. Der ist ausreichend groß. Dann hier nochmal eine schöne Stehlampe und ein zusätzlicher Sessel. So, dann kommen wir hier zu diesem Ausblick. Das ist hier ein kleines, beschauliches Dörfchen. Aber hier finden halt auch viele Tagungen statt in diesem Konrad Zuse Hotel. Das ist recht groß. Und insofern fällt das natürlich hier in diesem Dorf auf. Hier unten drunter, das ist nochmal so eine Art Einkaufszentrum. Da seht ihr, da ist ein Stellplatz, das ist die Tiefgarage. Und darunter ist dann nochmal Teegut. So heißt in Hessen hier der Lebensmittelbereich, also beziehungsweise die Lebensmittelmärkte anstelle von Rewe und Edeka ist es dann hier Teegut. Ja, ein herrlicher Blick nach draußen. So, auf der linken Seite hier, da haben wir dann das Doppelbett. Das ist natürlich jetzt von mir ein wenig für dieses Video aufbereitet. Da frage ich mich dann immer, wie die Reinigungsdamen schauen, wenn sie das sehen. So, dann haben wir hier nochmal eine Möglichkeit, zahlreiche Sachen abzulegen. Und hier ist dann der Safe mit dem Kleiderschrank. Das Zimmer an sich recht groß gehalten, das finde ich gut. Da
Da kann man sich wohlfühlen. Hier auch nochmal so ein paar Gummibärchen zur Begrüßung. Die anderen auf der anderen Seite habe ich natürlich schon vernascht, ist ja klar. So, und dann haben wir hier das Badezimmer. Auch das ist recht großzügig gemacht. Mit dem Waschbecken vollkommen ausreichend. Da haben wir den Föhn, den Schminkspiegel, die Hängetoilette. Und hier haben wir dann den Duschbereich. Der ist auch sehr groß gehalten, ebenerdig. Da oben der Duschkopf, der könnte ein bisschen größer sein. Aber das schmälert in keinster Weise das Duschvergnügen. Und dann sind wir auch schon einmal durch. Meine lieben Freunde, wenn ihr hier mal in Hünfeld, das ist übrigens in der Nähe von Fulda, zwischen Fulda und Bad Hersfeld, auch nach Kassel ist es nicht weit, wenn ihr hier mal zu tun habt in der Ecke, dann bucht hier einmal dieses Zimmer, tut euch das einmal an. Es ist auf jeden Fall sehr schön ruhig und auch groß genug. Hier kann man in Ruhe seine Arbeiten, die man zu erledigen hat, auch wunderbar erledigen. In dem Sinne verabschiede ich mich, macht's gut, bis in Kürze, ciao, ciao, euer Guido.